Inside Politics, Episode 13 aus dem Wiener Parlament. Ja, ich bin heute wieder mit Philipp Bayer gemeinsam unterwegs. Wir sind extra nach Wien gefahren, um Frau Dr. Katrin Nachbauer vom Team Staunach zu interviewen. Wir befinden uns jetzt gerade in der Säulenhalle des Parlaments. Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden ist das Wiener Parlament sozusagen der Eckpfeiler der heutigen Demokratie in der Republik Österreich. Wir machen einen kurzen Abstecher dann noch in den Reichsrat. Heute schaut es wie folgt aus. Kurze Begrüßung, habe ich bereits erledigt. Und dann zeige ich euch noch den Reichsratssitzungssaal. Und dann haben wir das Interview, ca. 25 bis 30 Minuten mit der Frau Dr. Nachbauer, zu den aktuellen Themen in der Politik und eben wie auch das Team Straunach in Zukunft sich vorstellt, politisch tätig zu sein. Noch ein kurzer Hinweis. Hier sieht man das. Das ist sozusagen das Logo für die heutige Folge. Das ist kein Scherz. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich im Reichsrat. Ja, wir sind jetzt im Reichsratssitzungssaal. Heute wird es immer wieder als historischer Sitzungssaal bezeichnet oder eben auch als historischer Festsaal. Korrekterweise, ich erlaube mir jetzt Frau Hossek zu zitieren, Reichsratssitzungssaal. Das ist in den, dieses Gebäude, also das Parlament, ist Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden. Und hier waren einst einmal die Vertreter der Kronländer Österreich-Ungarns, die hier tagten und hier abstimmten. Unter anderem auch dem Ersten Weltkrieg zustimmten 1914. Direkt neben mir sieht man die Sekretärstische für die Stenografen. Hier drüben nahm eben auch, wie heute im Nationalrat, die Regierung Platz und ganz oben eben der Reichsratspräsident. Vertreter waren hier von Triest, den österreichischen Kronländern, Steiermark, Tirol, Kärnten und so weiter, Niederösterreich natürlich auch. Aus Ungarn war man nicht da, da war man eben in Budapest. Und wenn man in Tschechien gelebt hat, dann hatte man hier seine erste demokratische Vertretung. Also Böhmen, Mähren und auch Schlesien waren hier voll vertreten und abstimmungsberechtigt. Und noch ca. 15 andere Kronländer. Also das ist hier schon gelebte Geschichte, was man hier erlebt. Wenn man darauf schaut, Richtung Plafond und zu den Galerien, dann wird einem schon irgendwie bewusst, dass hier sehr viele Dinge geschehen sind, die auch unser aller Leben bis heute noch beeinflussen. So, jetzt wieder zurück. Wir gehen jetzt zur Frau Nachbar. Jetzt hatten wir unsere 5 Minuten kurzen Rundgang im Parlament. Heute ist eben das Special, weil es ist die letzte Folge der ersten Staffel. Und jetzt werden wir wirklich über Politik erfahren und Inside Politics wieder mal leben, wie es in den letzten 12 Episoden gemacht wurde, nämlich in einem direkten Interview. Bis gleich. Gut, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und deswegen sind wir kurz im Nationalrat. Das ist die aktuelle Hauptkammer des Parlaments. Hinter mir der Bundesadler, die Europaflagge und eben die Gummivogelflagge. Das ist hier auch ziemlich interessant und ein bisschen interessant. Also ich muss sagen, für mich etwas irritierend, dass ich jetzt genau hier in der Mitte stehe, weil ich sehe vor mir quasi geistig den gesamten Nationalrat vor mir, wo die Leute sitzen, das weiß ich ja, aber ist auch sehr interessant, mal am Rednerpult zu stehen. Hier finden die eigentlichen Debatten des Nationalrates statt. Das weiß eigentlich der geübte Leser von Zeitungen und auch der geübte Fernsehzuschauer. Dieser Saal wurde in den 1950er Jahren renoviert und wird jetzt demnächst bei der großen Generalrenovierung des Parlaments erneut auf den neuesten Stand gebracht. Nicht nur technisch, sondern auch vom Mobiliar her. So, und jetzt fahren wir wieder zurück. Bis gleich. Gut, die Dame, die in die Kamera lächelt, das ist die Frau Dr. Nachbauer vom Team Straunach. Grüß Gott. Wir sind heute eben, wie gesagt, 13. Folge Inside Politics, Staffelfinale, bevor die Herbstpause ist und dann gehen wir dann im Oktober wieder los.
Frau Dr. Nachbauer, Sie haben jetzt doch einen recht, wie soll ich es am besten formulieren, weiten Werdegang in die Politik gehabt. Sie waren vorher beruflich tätig bei der Magna. Wie hat das bei Ihnen angefangen? Wo haben Sie gesagt, Sie wollen in die Politik wechseln, respektive erzählen Sie ein bisschen über Ihre Biografie, was ja, Sie so gemacht gerne. Haben? Also ich komme aus einer sehr politischen Familie, aber da war nie jemand bei einer Partei, soweit ich weiß. Aber es ist immer zu Hause viel politisiert worden und es ist ein bürgerlich-liberales Haus. Und ich habe in Graz das Gymnasium besucht, ich war in der Hipp-Liebenau und dann habe ich auch in Graz studiert, Englisch und Französisch Dolmetsch begonnen, nicht fertig gemacht, aber Jus fertig gemacht in sehr kurzer Zeit. Und das Dolmetschstudium, das hat mir eigentlich von den Kollegen her da nicht so gut gefallen, da habe ich nicht gut dazu gepasst. Die hatten fast alle Dreadlocks und grüne Haare und wie dann 2000 schwarz-blau an die Macht gekommen ist, hat man uns freigegeben zur Donnerstagsdemonstration und an den Toiletttüren ist gestanden, Heiderschüssel an die Wand. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, so kann es eigentlich nicht funktionieren in einer Demokratie, das ist nicht der richtige Weg. Die Geschichten kenne ich von meinem Vater. Ja. Auch, also ich habe das damals erlebt, wo mein Vater gesagt hat, wenn es der Pallas Athene schon die Finger wegschlagen, dann brennt es in Wien. Ja, also das hat mir auch nicht gefallen, das war kein gutes Zeichen. Und ja, ich habe dann nach dem Studium die Gelegenheit bekommen, mit 6 anderen Österreichern in Kanada bei der Magna ein Praktikum zu besuchen für ein Jahr. Also eine Art Trainee-Programm, wenn ich es richtig verstanden habe? Oder? Ja, genau. Und nach diesem einen Jahr Praktikum hat es eine Gelegenheit gegeben für eine intensive Schulung in Human Resources. Die habe ich dann besucht und das war dann wirklich die Ausbildung zum HR-Manager eines Autowerkes. Da ist also alles dabei, was dazugehört, Arbeitsrecht und Leadership Training und wie man Leute einstellt und wie man Verträge ausgestaltet. Bis zur Magna Charta. Also sämtliche wirtschaftlichen Kompetenzen haben Sie sozusagen durchgemacht. Genau. Und bis zur ganz intensiv ist natürlich diese sogenannte Magna Charta geschult worden. Das ist die Unternehmensverfassung von Frank Stronach, wo also genau drinnen steht, wie der Gewinn aufzuteilen ist und dass die Arbeiter einen Teil bekommen müssen. Und das ist sehr umfassend beschrieben und das ist ein ausführliches Training gewesen. Nach dem einen Jahr bin ich dann eingestellt worden. Und dann haben Sie sozusagen die Karriereleiter bei der Magna weiter bestiegen, ja, wenn man so sagen kann. Ja, das kann man so sagen. Ja, ich hatte also die ersten Jahre mit dem Frank Stronach eigentlich gar nichts zu tun. Ich war lange in der Innovationsabteilung und das war sehr, sehr spannend. Da haben wir viele Projekte auf die Beine gestellt. Da habe ich ein bisschen einen Einblick bekommen ins technische Wissen und das fasziniert mich sehr. Eigentlich hätte ich vielleicht lieber Technik studieren sollen, so wie Sie. Also, ja, naja, Maschinenbau ist immer so ein bisschen das eigene. Ja, zum also, wird mir immer gesagt, ich hätte Rechtsanwalt werden sollen. Aha, das ist ja, also ich finde das ganz spannend, die Technik. Das ist wirklich ein super Feld, wo man sich sehr engagieren kann und wo dann am Schluss auch tatsächlich ein Produkt herauskommt. Basteln Sie selber? Ja, ein bisschen im Garten, aber da hätte ich wirklich gern lieber ein profunderes Wissen. Eines unserer Schmuckstücke war, also ich habe da in der Metallabteilung unter unserem Magna Metallguru gearbeitet und da haben wir uns mit Super Plastic Forming beschäftigt. Mhm. Das hat jetzt aber nichts mit Plastik zu tun, sondern die Plastizität von Metall. Und wenn man ja, unter Unfallforschung wird das sehr oft angewandt. Ja, stimmt, auch, ja. Bei Crash-Testing, genau. Und wenn man das ganz langsam presst unter hohen Temperaturen, bekommt man ganz tolle Formen zustande, die es normal nicht gäbe. Und dann haben wir am Schluss den Auftrag gelandet für diese tollen Mercedes-Flügeltüren, die so seitlich aufgehen. Und das war natürlich ein Riesenerlebnis. Mercedes SLS, ja. Genau. Mhm. Und das ist so schön, wenn du arbeitest und dich anstrengst und dann am Schluss gibt es wirklich ein Produkt, auf das man stolz ist. Das fehlt mir jetzt ein bisschen in der Politik, diese Art von Erfolgserlebnis. Genau, darauf wollte ich gerade rauskommen. Aber bleiben wir doch gleich bei der Politik. Formbar machen von Vorschlägen, das ist immer so ein bisschen ein ganz großes Thema, wo Politiker sehr lange darüber reden, sehr lange diskutieren, es gibt dann Pläne etc., aber am Ende kommt da meistens nicht wirklich viel raus oder es kommen aus den groß angelegten Reformen nur Reformchen heraus. Wie sehr ist für Sie jetzt nach einem Jahr in der Politik da ein bisschen auch eine, ich will jetzt nicht sagen Depression, aber ein bisschen der frustrierende
eine Frustration da? Ja, also etwas ist schon, ich habe da eine ganz neue Erfahrung. Ich kenne das halt aus der Wirtschaft halt ganz anders. Da setzt man sich zusammen, wenn es ein Thema zu lösen gibt, macht sich einen konkreten Plan. Dieser wird exekutiert und nach so und so viel Zeit setzt man sich wieder zusammen und misst dann die Meilensteine, die erreicht wurden und was eben noch offen ist. Und in der Politik, ja, da setzt man sich zusammen, da wird einmal sehr viel geredet und wenig konkret wirklich abgehakt am Ende des Meetings oder der Sitzung. Und es wird eigentlich am häufigsten beschlossen, dass es auf der zweiten Ebene eine Klausur geben muss. Nach ein paar Wochen beschließt die dann, dass es wahrscheinlich auf der dritten Ebene eine Klausur geben muss. Und die Entscheidungsprozesse verlaufen einfach derartig langsam. Und was auch eigentlich für mich eine negative Erfahrung ist, es ist völlig oder es scheint völlig egal, was man da vorschlägt und wie man sich einbringt. Wenn es nicht von der richtigen Partei kommt, wird das reflexartig abgelehnt. Also die Regierung lehnt alle Vorschläge von den Grünen, von den Freiheitlichen, von den Neos, von uns automatisch ab. Da gibt es kein inhaltliches Abgleichen oder sich informieren oder, ich meine, wir sind ja auch nicht alle komplett verblödet. Also ich glaube, da gibt es schon die eine oder andere gescheite Person bei allen Oppositionsparteien, aber das spielt keine Rolle. Es wird reflexartig abgelehnt. Sprich, und alles, was die Opposition sagt, ist falsch. Damit bestätigen Sie Christoph Habeck, der mal vor zwei Episoden gesagt hat, es hätte eine Abstimmung gegeben, glaube ich, im Juni im Parlament, wo zuerst die Opposition, obwohl das einstimmig beschlossen war, aufgestanden ist und die Regierungsparteien, obwohl das ihr eigener eingebrachter Antrag war, sitzen geblieben sind. Und da musste die Abstimmung wiederholt werden. Ist das nicht peinlich? Ja, dieser Fall war vor meiner Zeit, da war ich noch nicht dabei. Nein, das war heuer im Juni. Also im Juni, heuer, habe ich nicht verstanden. Aha, ja, da werden Sie recht haben. Das ist wirklich arg. Ich habe mir erzählen lassen, dass es da Geschichten gibt, dass die Oppositionsparteien sich manchmal einen Spaß draus machen und einen alten Regierungsantrag neu einbringen, um zu sehen, was dann passiert, und selbst dann wird dagegen gestimmt. Ja, das klingt echt wie Stimmvieh. Gut. Was sagen Sie jetzt eigentlich zu den Geschehnissen gestern? Michael Spindeleck ist zurückgetreten. Man hat eigentlich den Eindruck gehabt, er hat die Nase voll gehabt, die Nase voll von den Medien, die Nase voll von der eigenen Partei, der Politik im Allgemeinen. Können Sie es ihm verübeln, dass er mit diesem Politfrust jetzt eigentlich resigniert hat und gesagt hat, ich werfe den Hut drauf? Nein, ich verstehe ihn ehrlich gesagt total. Insbesondere, er hat ja auch gerade einen persönlichen Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Sein Vater ist verstorben, das hat jeder gewusst in Österreich. Und gerade die ÖVP, die sich so gerne als christlich-soziale Partei bezeichnet, hat dann nicht einmal den Anstand, den Mann eine Woche lang in Ruhe zu lassen, dass er sich sammelt, dass er alles organisiert. Nein, da wird hingeprügelt. Und das ist wirklich letztklassig. Also ich verstehe, dass es ihm irgendwann gereicht hat. Und ich bedauere den Rücktritt insbesondere deshalb, weil er war in meinen Augen das letzte Bollwerk gegen die sogenannte Vermögensteuer. Er sprach ja auch von dieser Populismuskampagne, die jetzt auch die ÖVP erfasst hat. Ja, weil es ist nichts anderes. In Wirklichkeit, wenn du die Vermögensteuer so ausgestaltest, dass sie theoretisch die Reichsten trifft, wird nichts rauskommen, weil da kein Volumen zustande kommt und die wirklich Reichen können sich das so richten, dass sie ohnehin nicht betroffen werden, dann ist das eine reine PR-Aktion. Und wenn du so gestaltest, dass ein Volumen rauskommt, beispielsweise über die Grundsteuer, dann ist das nur eine neue Massensteuer. Aber wir müssen endlich einmal zur Kenntnis nehmen, Österreich hat nicht ein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und wie sehen Sie jetzt eigentlich dann die Weiterentwicklung? Glauben Sie, dass jetzt die ÖVP innerhalb von einer Woche sich komplett wieder neu erfinden kann oder wird einfach weiter gewurschtelt? Ja, das ist sehr schwierig. Die ÖVP hat wirtschaftsliberale Kräfte, die ÖVP hat auch sozialistische Kräfte in ihrer eigenen Partei. Christlich-soziale, hauptsächlich. Christlich-soziale auch noch, möge man hoffen. Und das ist sehr schwierig, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, kann ich mir vorstellen. Und ich fürchte, nachdem der Herr Spindeleger in seiner Abschlussrede, die ich übrigens großartig empfunden habe, ganz klar gesagt hat, dass er nicht mitgeht bei der neuen Besteuerung der Bürger, weil die Steuerlast schon jetzt unerträglich ist,
und aber die Mehrheit in der ÖVP hier umzufallen scheint, so fürchte ich, wenn der neue Obmann schließlich einstimmig gewählt wurde, dass das heißt, dass er damit wohl einverstanden ist mit diesem neuen Schwenk. Wäre eigentlich bei der aktuellen Politik, die derzeit läuft, Ihrer Meinung nach die Regierung als Ganzes schon rücktrittsreif und wäre der Weg zu Neuwahlen opportun? Das ist eine gute Frage, weil in Wirklichkeit sitzt ja diese Regierung an der Macht, basierend auf ganz anderen Budgetzahlen, als was dann tatsächlich nach der Wahl aufgetaucht ist, ob man das jetzt Budgetloch nennt oder anders. Also die Umstände sind ohnehin ganz andere. Ich glaube, die Menschen hätten anders gewählt, wenn sie die Tatsachen schon vor der Wahl gewusst und gekannt hätten. Jetzt möchte ich einmal abwarten, wer kommt als Finanzminister. Ich hoffe, es kommt endlich jemand mit Wirtschaftskompetenz. Das ist das, was dieses Land braucht. Nicht einen Apparatschik, der wieder aus den eigenen Parteireihen kommt, der einfach eine Karriere hat, die bedeutet, er hat sich innerhalb der Organisation oder der Vorfeldorganisationen der Parteien einen Namen gemacht, denn das ist meiner Meinung nach kein Qualitätskriterium, sondern da muss jemand kommen, der die Wirtschaft versteht, der die Menschen versteht und der das Ruder in die Hand nimmt und der gute Politik macht. Und wenn das der Fall ist, dann selbstverständlich gebe ich dem Ganzen noch eine Chance. Es wird keine leichte Aufgabe, die Umstände sind denkbar ungünstig für einen Finanzminister derzeit. Aber wenn jetzt wieder ein Parteimensch an die Macht kommt, der keinerlei Erfahrung aus der Wirtschaft mitbringt, dann sind wahrscheinlich neue Wahlen gescheiter. Aber ich höre auch heraus, Sie würden dem Ganzen eine Chance geben, angenommen, das ist jetzt natürlich bei den realpolitischen Situationen, die in Österreich sind oder gegeben sind, absolut unwahrscheinlich, aber würden Sie eine Regierung bei einer Regierungsbeteiligung, falls noch so etwas jetzt möglich wäre, mit dem Team Stronach unterstützen? Also sprich, wenn das Team Stronach eingeladen wird, einer Dreierkoalition jetzt noch beizutreten? Ich glaube nicht, dass sich diese Frage stellen wird, denn die beiden haben ja knapp aber doch die Mehrheit. Die brauchen derzeit keinen dritten Partner. Gut, dann haben wir auch das abgehakt. Nun zum Team Stronach allgemein. Sie werden Sie glänzen in der letzten Zeit durch Ihre Fachkompetenz. Das muss man Ihnen anerkennen und das sagen auch die Kollegen. Danke, das freut mich sehr. Bitte gern. Jetzt, wie wollen Sie sich unabhängig jetzt von Frank Stronach in Zukunft positionieren? Wo soll das Team Stronach in Zukunft hin? Und vor allem, Sie nehmen immer wieder das Wort liberal in den Mund. Wo wollen Sie hier Akzente setzen, damit man Sie unterscheiden kann von einem BZÖ oder auch von den NEOS, die ja an sich auch in diesem liberalen Schema unterwegs sind? Also ich definiere uns ganz klar als liberale Wirtschaftspartei mit viel Herz. Also wir sind keine Hardcore-Personen, die nicht verstehen, dass es auch ein gewisses soziales Netz braucht. Aber das soziale Netz derzeit ist so gestrickt, dass es in erster Linie dem Machterhalt der Altparteien dient. Die machen da eine Klientelpolitik und dehnen die Kompetenzen des Staates ständig aus. Und das ist meiner Meinung nach der komplett falsche Ansatz. Wir brauchen Eigenverantwortung für die Menschen, wir brauchen Freiheit, wir brauchen freies Denken, wir brauchen Unternehmertum und weniger staatsgläubige Klientelpolitik in Österreich. Sie sind ja auch genauso wie die NEOS eher gegen das Kammern. Also sprich, das Kammersystem in Österreich gilt ja als eines der verkorksten der Welt, nennen wir es mal so. Und es hält immer bei jeder Unternehmensgründung einer nach dem anderen sozusagen die Hand auf. Wie würden Sie sich eine Reform dieses Systems vorstellen? Ja, also ich möchte nicht sagen, dass alles schlecht ist bei diesem Kammersystem, aber mir als liberalen Menschen widerspricht es einfach, irgendwo ein Zwangsmitglied sein zu müssen. Und ich denke mir einfach, wenn die Dienstleistung, die hier geboten wird, entsprechend gut ist, dann ist man ohnehin gerne Mitglied. Und unser Vorschlag ist hier, dass wir sagen, also wir möchten nie einen radikalen Vorschlag machen, das ist nicht unser Stil, sondern immer geordnet. Und da ist unser Vorschlag einfach jedes Jahr über den Daumen 20% weniger Mitgliedschaftsgebühr, außer du zahlst freiwillig gerne den vollen Betrag. Und dann sieht man nach so und so vielen Jahren eben, wie viele freiwillige Mitglieder hat diese Organisation. Und wenn sie gut ist, wird sie viele haben. Gut, das sagt man bei der Hochschülerschaft auch immer. Da sollte das auch gelten. Ja, natürlich, das sind alle dieselben Dinge.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Frank Stronach im Allgemeinen? Also ist er für Sie Mentor, Vorbild, Vordenker? Der Frank Stronach ist ein unglaublich unternehmerischer Mensch. Wenn man denkt, er hat mit ungefähr 80 Jahren seine Beteiligung bei der Magna verkauft und gleich darauf die Stronach Group gegründet mit 80 Jahren und jetzt ist er bald 82 und diese Firma hat jetzt schon wieder über 5000 Mitarbeiter. Also das ist wirklich ein rühriger Mann mit Unmengen von Ideen und Fantasien und Plänen und ich hoffe, ich habe mal halb so viel Energie in dem Alter. Also ich bewundere ihn wirklich für sein unternehmerisches Engagement. Also er bleibt im Alter jung. Ja, ich glaube, die Aktivität hält ihn jung, ständig Businesspläne zu schmieden hält ihn jung. Und er ist halt kein geschliffener Politiker, der in unser System gepasst hat. Er war unbequem, er hat seine Meinung gesagt, ungeschminkt. Und ich glaube, das hat man ihm teilweise übel genommen und teilweise, vielleicht haben manche gedacht, dass er zu stark wird und haben ihn auch ein bisschen angeschüttet und das war teilweise unfair und das hat mir eigentlich leid getan. Das macht man nicht mit jemandem, der da sein privates Geld investiert und einfach nur etwas beitragen möchte, dass Österreich nicht an die Wand fährt. Glauben Sie, dass da die Medien auch ein bisschen Schuld haben, so frei nach dem Motto, dass die österreichischen Medien auch durch die Parteien, Medienförderung, Presseförderung eigentlich so von den Parteien gefüttert werden, dass eben Neueinsteiger eben wie Steve Stronach oder Neos bewusst klein gehalten werden? Also ich möchte jetzt nicht mit dem Finger zeigen, aber es gibt ja so ein Transparenzgesetz, aus dem man ganz klar hervorlesen kann, welche öffentliche Einrichtung unterstützt welches Medium in welchem Ausmaß und da kann sich dann jeder Bürger selbst ein Bild machen. Nur so zur Info, zum Beispiel Servus TV bekommt 500.000 Euro Presseförderung. Wollte ich nur mal festhalten. wie unterscheiden Sie sich jetzt aber von Frank Stronach? Und man sieht Sie halt jetzt, Sie sind jetzt momentan das Aushängeschild vom Team Stronach. Logischerweise, Sie sind die Clubobfrau, Sie sind diejenige, die das Heft in der Hand hat in der Tagespolitik. Was sind Ihre größten Unterschiede zu Frank Stronach? Wo glauben Sie, dass Sie eigene Akzente setzen? Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Der Frank ist der Frank und Katrin die Nachbauer ist die Nachbauer. Ist die Nachbauer. Der Richtig. Spruch hat mir gestern sehr gut gefallen. Das, ja, das steht nämlich auch so auf meinem Fragenkatalog. Ja, das war mir auch wichtig, dass ich das einmal anbringe, weil ich komme oft in einem Interview gar nicht dazu zu sagen, für was ich stehe, sondern muss mich ständig rechtfertigen für irgendwelche Zeiten aus dem Wahlkampf, wo der Frank Stronach dies gesagt hat oder jenes gesagt hat. Und ja, er ist halt, wie er ist. Also Sie machen jetzt gerade einen Schlussstrich, wenn man so sagt. Und jetzt ist es einmal Zeit, nach vorne zu blicken, für was stehe ich, für was steht die Partei und wie können wir das am besten kommunizieren. Frank Stronach wird immer unser Gründer und unser Initiator sein, der das Ganze ermöglicht hat und da sind wir ihm unendlich dankbar dafür. Aber jetzt im Tagesgeschäft habe ich mit meinem Team natürlich das Ruder in der Hand und wir setzen uns ein für alle Leute in Österreich, die fleißig arbeiten und die was leisten, weil die werden derzeit einfach ausgepresst wie die Zitronen. Die Leute können teilweise von ihrer Arbeit nicht mehr leben und die ein bisschen besser verdienen, die überlegen sich, ob sie nicht eher ins Ausland gehen sollen. Also ich habe früher im Handel gearbeitet, war heute beim Sainternet bei meinen alten Kollegen und wir haben darüber gesprochen. Ich glaube 1300 ist jetzt, glaube ich, gerade so die Mindestgehalt. Sobald man darüber ist, 10 oder 15 Euro, dann ist man ja eigentlich schon wieder förderabhängig. Also Das ist ja auch nicht wirklich Sinn und Zweck der Übung, oder? Nein, das funktioniert überhaupt nicht, das System. Wir haben ein ganz intransparentes Steuersystem, wo sich keiner auskennt. Das trifft vor allem die Unternehmer, weil es ist nie klar, ist es jetzt so oder so, sondern irgendwie hatte ich die Obrigkeit immer in der Hand, wenn es da mal unangenehm auffällt, dass man das dann so auslegt oder anders auslegt. Und was die Arbeitnehmer betrifft, sehe ich ein großes Problem darin, dass wir diese kalte Progression haben. Da nimmt der Staat im Jahr ca. 2,6 Milliarden Euro ein an zusätzlicher Steuer, ohne dass das im Parlament je beschlossen wurde. Die sind einfach Nutznießer der Inflation und der Tatsache, dass du dadurch in die nächste Steuerkategorie fällst. Ja, ich meine, Ihre
Wählerschaft bedankt sich ja, glaube ich, eher andauernd dafür, dass sie sich als Steuerzahler benennen bei jeder Wahl, bei jeder Ansprache, im Parlament. Ja. Und das machen sie auch absichtlich, um nochmal ein Bewusstsein im Parlament eigentlich dafür zu beschaffen. Ja, sicher, weil wir leben alle vom Steuerzahler. Das ist, glaube ich, vielen Parlamentariern auch nicht bewusst, vor allem jenen, die noch nie einen normalen Job gehabt haben. Da sitzen ja einige drinnen, die sind wirklich vom ersten Tag ihres Berufslebens an in einer Partei oder in einer Vorfeldorganisation oder im Nationalrat oder vom Staat oder vom Steuerzahler bezahlt. Und das ist alles kein produktives Kapital. Das heißt, da muss eigentlich ein normaler Mensch doppelt dafür arbeiten, dass man sich die Demokratie in dem Ausmaß überhaupt leisten kann. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Wären Sie eigentlich auch für eine Reduktion des Nationalrates? Also stärker ist das, was jetzt ab 2018 geplant ist, zum Beispiel, ich glaube, in Belgien gibt es bei ähnlicher Einwohnerzahl gerade einmal die Hälfte an Parlamentariern. Ja, Österreich hat meiner Meinung nach zu viele Politiker, die machen zu viele Gesetze und es braucht dann zu viele Verwalter. Also ich glaube, das kann man alles drei deutlich reduzieren. Also man hört vor allem von österreichischer Seite immer wieder, die Italiener hätten so eine überbordende Bürokratie, aber die Tatsache ist, wenn man Julisch für Venetien vergleicht, mit der Steiermark haben ungefähr dieselbe Einwohnerzahl, haben ungefähr gleich große Zentren, Dresden und Graz, und Friuli-Venezien hat aber nur die Hälfte an Gemeinden. Also ja, also es ist lustig, dass Sie gerade Italien ansprechen, weil wir haben vor kurzem einen Brief bekommen von einer Dame, die lebt in Österreich, ist eine Italienerin, eine Unternehmerin, und die hat gesagt, sie haltet diese ganze Belastung und diese vielen Vorschriften und die Gewerbeordnung in Österreich nicht mehr aus. Sie geht jetzt wieder zurück nach Italien, weil da war es sogar noch leichter. Und da habe ich mir auch gedacht, aha, das ist kein gutes Zeichen. Ganz so will ich das nicht unterschreiben, weil ich war vor kurzem wieder in Triest und was dort abgeht, das will man lieber als... Also da sind wir froh, dass es so ist, wie es ist bei uns. Und Sie haben noch kurz angesprochen, die Größe oder die Anzahl der Gemeinden und der Bezirke. Ja. Kleinteilig heißt aber nicht unbedingt teurer, wenn man sich die Schweiz anschaut. Die ist noch viel kleinteiliger in der Verwaltung als Österreich und die Verwaltung ist aber um ein Drittel billiger. Wir beide kommen, glaube ich, aus derselben Gemeinde, nämlich aus Raber. Wirklich? Ja. Also ich wohne am Hochfeldweg, direkt bei der alten bei der Volksschule. Aha, die Welt ist klein. Ja, richtig. Das habe ich bei Wahlzettel, die ich auch gedacht habe. Jetzt, wie sehen Sie das? Raber ist zum Beispiel eine Gemeinde mit 2.500 Einwohnern. Da haben wir jetzt mal ein schönes Beispiel. Die soll mit Krambach zusammengelegt werden. Da gibt es zwar offiziell Widerstand. Was hinter dem Widerstand jetzt wirklich los ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Die Idee ist, die Verwaltung auf 4.000 Einwohner aufzustocken. Glauben Sie, dass das wirklich sinnvoll ist? Also ich habe ein gutes Verhältnis mit unserem ehemaligen Bürgermeister Gangl. Ja. Und der hat mir gesagt, dass dadurch kein einziger Posten eingespart wird und dass das einfach ein Drüberfahren seitens der Landesregierung ist und er wird sich dazu wehrsetzen. Und ich verstehe ihn irgendwie, weil jede Gemeinde hat ihre Identität und warum soll man sich jetzt mit wem zwanghaft verschmelzen müssen, der vielleicht gar nicht zu einem passt. Raber und Krambach sind ja auch finanztechnisch ganz anders strukturiert. Nicht nur das, sondern auch infrastrukturtechnisch. Mhm. Der Kanal geht woanders hin, es wird deswegen kein neuer Kanal gebaut, es geht um die Müllabfuhren. Das sind jetzt wirklich natürlich First World Problems, sage ich mal, auch bewusst. Und das ist im bundespolitischen Zugang jetzt ein bisschen so wie der Vergleich Schilder und Wien. Mhm. Aber es geht ja doch darum, es ist die Rede von 50.000 Euro, die die Gemeinde dann für den Umbau des Gemeindeamts investieren muss. Man bekommt nur 7,5 Mitarbeiter für den Bauhof statt 10, die man brauchen würde, und es müssten weiterhin 2 Bauhöfe aktiv bleiben. Ja, absurd, ja. Also ich, apropos Bauhof, möchte gern sagen, ich hätte das anders gemacht. Ich finde, das ist den Reformpartnern der SPÖ und der ÖVP in der Steiermark nicht gut gelungen. Der Ansatz wäre meiner Meinung nach viel besser fiskalisch gewesen, dass man sich die Bürgermeister zusammenruft und sagt, hört her, das ist das Gesamtbudget, so viel gibt es und nicht mehr und so viel müssen wir einsparen und jetzt organisiert euch entsprechend. Und ich bin mir sicher, die Bürgermeister wären gescheit genug gewesen, dass sie miteinander reden und dass sie sagen, wir teilen uns einen Bauhof. Wäre sinnvoll gewesen, aber ich meine, ich möchte da nicht allzu viel sagen. Es gibt viele Gerüchte, keiner weiß genau, warum jetzt der Herr Bürgermeister wirklich zurückgetreten ist oder nicht. Also
Man wird sehen, was bei der nächsten Gemeinderatswahl rauskommt oder auch nicht. Richtig, ich glaube, der wollte das einfach ordnungsgemäß übergeben. Er ist ja auch schon sehr lange im Amt und hat ein gewisses Alter. Und haben Sie eigentlich auch beruflich mit ihm zu tun gehabt? Nein, beruflich hatten wir nichts zu tun. Okay, na, eben wegen der Magna, deswegen. Weil die Magna ja eigentlich in Rabau auch einer der größten Arbeitgeber ist. Ja, gehört das nicht schon zu Thondorf? Ja, das schon, aber die Leute gehen ja trotzdem von Rabau, wohnen ja trotzdem in Rabau. Sie wohnen in Rabau, ja richtig, der Betrieb ist in Thondorf. Ja. Das sind genau diese 10 Meter. Genau. So, dann haben wir schon sozusagen auch den regional-steirischen Wahlkampf angesprochen. Was glauben Sie, werden Sie jetzt auch tatsächlich kandidieren und wird Frank Staunach Spitzenkandidat für die Steiermark oder ist das einfach nur sozusagen Kaffeesud lesen, wie das manche Medien praktiziert haben? Also ich gehe davon aus, dass das Team Staunach in der Steiermark jedenfalls antritt. Frank Staunach wird den Wahlkampf bestimmt sehr unterstützen, aber er wird weder Spitzenkandidat noch Mandatar. Das ist mal ein Wort. weil wir bei Landtagswahlen waren, Matthias Stolz hat gestern eben in dem runden Tisch gesagt, dass er spricht von der Lähmungspolitik und dass eigentlich ein Superwahltag mehr sinnvoll wäre, wenn alle Landtagswahlen am gleichen Tag stattfinden würden. Könnten Sie einer solchen Idee etwas abgewinnen? Ja, ich glaube, da hat er recht. Ja, so, langsam gehen wir die Fragen aus. Na, dann. Ja, habe ich mir auch gedacht, wie viele Minuten haben wir noch? Gute 10 Minuten. Okay, passt. Ja, dann machen wir sozusagen einen Themenwechsel, nämlich rüber zur weiteren Politik. Sie haben gestern auch das Thema Parteibuchwirtschaft angesprochen. Gefällt mir sehr gut, weil selber darüber habe ich schon einige Artikel geschrieben. Mhm. Es gibt, ich sage jetzt mal, hunderte KMUs, die nur über Parteibuchwirtschaft überhaupt existieren. Ja, das ist unglaublich. Das gibt es, glaube ich, in keinem anderen Land. Ja, das denke ich mal auch. Also in Graz gibt es 3-4 Beispiele, die ich mal gerne aufzählen möchte. Das eine ist die PRPR, die der ÖVP sehr nahe steht. Das andere ist die von Manfred Wegscheider Junior geführte Sonnentech GmbH, die der SPÖ angehört. Und beide B-Agenturen würden ohne politische Aufträge zugrunde gehen. Und dann hat man noch so Fälle wie eben den Umbau vom Café Rosenhain, der vom Herrn Deutschmann, einem Landtagsabgeordneten, der Architekt ist, bei der FPÖ, wo der Umbauauftrag von ihm gewonnen wurde und wo dann auf einmal die FPÖ zur ÖVP rübergesprungen ist im Gemeinderat und hat gesagt, wir sind für den Umbau. Ja, logischerweise, weil wenn der Abgeordnete schon das Parteibuch hat, dann wird man das auch unterstützen. Das ist ja eigentlich schon Korruption, oder? Also mir sind diese Fälle nicht bekannt, aber wenn das so ist, wie Sie es beschreiben, dann muss man sich das jedenfalls einmal genauer anschauen. Aber ich möchte nur festhalten, ich habe jetzt lange in Kanada gelebt und war auch oft in den USA. Und dort ist Parteibuchwirtschaft überhaupt kein Thema. Die wissen, glaube ich, gar nicht, was ein Parteibuch ist. Da wird auch sehr offen diskutiert, ich habe die gewählt oder jene gewählt. Und das ist aber niemals ein Kriterium für eine Vergabe oder für ein Jobangebot oder gar für einen Arbeitsplatzverlust. Also das ist eine Unkultur in Österreich. Ja, ich sehe das nämlich auch, selbst Abgeordnete im Grazer Gemeinderat, die sagen, sie sind politisch nicht gebunden, sprich, sie haben auch Einkommen durch Privataufträge. Dann sieht man durch und dann steht da auf einmal Hauptkunde Libro, Pago und das ist dann halt Taus etc. Also ich glaube, wie glauben Sie, könnte man dem einen Riegel vorschieben oder ist das einfach ein zu großes Dschungelgewirr, wo man da einfach nicht durchkommt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da müsste man sich einfach Gedanken machen. Das ist einerseits ein kulturelles Thema. Wie kann ich ein Umdenken erwirken, damit das Parteibuch einfach keine Rolle spielt? Der Frank Stronach hat immer gesagt, das darf am Arbeitsplatz keine Rolle spielen, das muss gesetzlich verboten werden. Aber da gibt es ja auch immer Umgehungsmöglichkeiten, also das müsste man sich ganz genau anschauen. Aber in Wirklichkeit ist es eine Kulturfrage. Das wird vielleicht so und so lange dauern. Aber solange es funktioniert und solange Postenschacher funktioniert, wird es das wahrscheinlich geben, weil immer, wenn es was zum Ausnützen gibt, gibt es den einen oder anderen, der ein findiger Mensch ist, der das dann
zu seinen Gunsten nutzt. Also ja, den Präsidentenposten, der für den Job gegründet wurde, also zum Beispiel. Sie haben auch einmal gesagt, recht am Anfang von Ihrer, sage ich jetzt mal, politischen Karriere, also Ende letzten Jahres, wo Sie frisch im Parlament waren, dass Ihre Partei auch einige bunte Vögel angezogen hätte. Der Spruch hat mir sehr gut gefallen und einer dieser bunten Vögel war die Frau Kaufmann-Buckberger. Die war jetzt auch eine Person, die eher in diesem FPÖ-BZÖ-System aufgegangen ist. War es sinnvoll, wirklich eins zu eins diese Leute rüberzuholen? Oder? Im Nachhinein betrachtet ist man immer gescheiter. Wir haben uns von dieser Frau getrennt. Das hat einfach nicht zusammengepasst, von den Werten her, von der Philosophie her. Aber wissen Sie, die Zeit ist so schnell vergangen damals, wir sind so rasch gewachsen. Und die Zeit war einfach zu kurz, sich die Leute wirklich gut anzusehen, auf Leib und Seele zu prüfen sozusagen und zu schauen, wer passt wirklich zu uns. Und da haben wir ein paar Mal daneben gegriffen. Würden Sie da so ein Hearing-System, wie es die NEOS machen, in Zukunft auch einführen in Ihrer Partei oder machen Sie das schon? Ja, das klingt gut, aber ich weiß auch, bei denen gab es da Schwierigkeiten mit diesem Online-System und da gab es dann... Ja, die Wahlfälschung. Ja, glaube ich auch, Herausforderungen. Also das richtige System muss sich wahrscheinlich finden lassen, aber ich glaube grundsätzlich, dass es nicht so viele Politiker und Berufspolitiker geben soll, sondern mehr ganz normale Menschen mit Hausverstand, die eine Zeit lang sich bereit erklären, ihrem Land zu dienen. Solche Themen werden ja gerne aufgeblasen, auch von den Medien. Glauben Sie, dass Medien und Politik sich eben nicht nur zuletzt, sondern allgemein in den letzten Jahren zu sehr mit Nebenthemen beschäftigt? Also die Medien haben halt ein großes Interesse. Die brauchen eine knackige Schlagzeile, damit sie interessant sind. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich habe mich wirklich auf Sachpolitik konzentriert und habe mich sehr vertieft in das Thema Budget, Finanzen, Steuern, Hypo, Alpe Adria Bank. Und das sind derart komplexe Sachverhalte und ich bin dabei immer seriös geblieben. Und das Resultat war, dass ich halt so gut wie nie eine Schlagzeile bekommen habe. Und wenn der Herr Strache aber seine Rede hält und mit den Handschellen herumfachelt, dann ist er sofort in jeder Zeitung drinnen. Also die Medien brauchen eine Schlagzeile und ich möchte aber seriöse Politik machen. Und das ist, glaube ich, ein natürlicher Gegensatz, das passt nicht so zusammen. Also die Medien brauchen einen gewissen Aktionismus und eine Story und was Spannendes, damit es eben eine interessante Geschichte wird. Und das kann ich auch verstehen. Ja, das ist natürlich immer so. Aber wir arbeiten auch anders. So, wir haben noch 5 Minuten. Gut. Ja, dann habe ich noch eine Frage und dann kommen noch 2, 3 Publikumsfragen. Und dann bin ich fertig für heute. Österreich hat de facto eine eigene Krimkrise, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, an der Westgrenze. Die Südtiroler fordern die doppelte Staatsbürgerschaft. Es gibt ja mittlerweile den Südtiroler Ausschuss im Nationalrat. Im Trentino gibt es Abspaltungstendenzen weg von Italien, Friuli-Julisch, Venetien. Triest ist okkupiert von den Italienern, das ist eine andere Geschichte. Glauben Sie bei diesen ganzen Problemen, auch Baskenland etc., dass Österreich hier einfach mehr gefordert sein wird und auch die Europäische Union anders agieren muss? Schottland-Abstimmung zum Beispiel auch? Ja, das glaube ich schon. Ich fürchte, die Europäische Union und die Politiker der Europäischen Union wollen die Gemeinschaft, so wie sie derzeit besteht, auf jeden Fall erhalten. Sei das jetzt die gemeinsame Währung für alle Partnerländer, ob sie wirtschaftlich dazu passen oder nicht, scheint sekundär zu sein. Oder auch was die Länder anlangt. Die wollen keine Abspaltungen, die wollen keine Regionen, die unabhängig werden. Das gefährdet wahrscheinlich die große Masse EU, die da geschaffen wurde als großes Friedensprojekt. Aber ich glaube, es bewirkt genau das Gegenteil. Die Menschen wollen frei sein. Ich kann das durchaus verstehen, dass die Basken ein gewisses Unabhängigkeitsgefühl haben und die Schotten verstehe ich auch. Ich verstehe auch den Konflikt Norditalien-Süditalien. Die Norditaliener haben das Gefühl, sie arbeiten das halbe Jahr eigentlich, um die Süditaliener zu alimentieren. Und das erzeugt Spannungen. Und gezwungenermaßen kreierte Vielvölkerstaaten haben in der Geschichte noch nie funktioniert. Also wiederum als liberaler Mensch sehe ich das eigentlich so, dass man nicht zwanghaft etwas zusammenhalten kann, was nicht zusammenpasst.
Aber in erster Linie wünsche ich mir natürlich viel Diplomatie, viel Gespräch und es lässt sich so viel friedlich lösen. Also der Ukraine-Konflikt ist ja wirklich das allerschlechteste Beispiel, wie es gelaufen ist. Definitiv, ja. Und die Softpower Europa hat sich dann nicht unbedingt gut die Verdienste gemacht. Ja, weil wir schon bei diesem außenpolitischen Thema sind, Reinhard Berlach aus Steyr hat mich wissen lassen, er wollte von Ihnen wissen, wie will sich Österreich in den nächsten 5 bis 10 Jahren außenpolitisch im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zur EU, also innerhalb der EU positionieren und Ihr wehrpolitisches Verhältnis zum österreichischen Bundesheer, wie viel ist ein österreichischer Soldat wert? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen und ich bin da selbst etwas ratlos, welche Rolle Österreich hier wohl einnehmen wird. Es scheint so zu sein, dass die Neutralität immer mehr in Frage gestellt wird. Ich persönlich glaube, es wäre sehr wichtig, wenn Österreich sich die Neutralität behält. Aber ich habe den Eindruck, das wird im politischen Diskurs immer öfter in Frage gestellt und da spricht man von einem gesamteuropäischen Wehrbündnis und das sollte dann wiederum der NATO beitreten. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist oder ob nicht Österreich besser neutral bleiben soll. Was unser Bundesheer anlangt, so finde ich es unglaublich, dass das jetzt ausgehungert wird. Es gab ja, wie wir wissen, die Volksbefragung dazu letztes Jahr und eine breite Mehrheit der Bevölkerung hat sich für die Beibehaltung des Heeres und auch des Wehrdienstes ausgesprochen. Und das macht aber überhaupt keinen Sinn, wenn dann die Rekruten nicht einmal das nötige Equipment haben und das nötige Benzin zur Verfügung gestellt bekommen und die Geräte funktionieren nicht. Also die meisten Offiziere, die ich kenne, sagen, wir bräuchten eine Aufstockung auf 12 Monate und nicht 6 Monate. Das wäre aber wahrscheinlich momentan politisch nicht durchführbar. Da bin ich zu wenig Experte. Das könnte ich jetzt nicht beurteilen, ob es eine Aufstockung braucht, aber es ist halt die logische Frage, was kannst du in 6 Monaten lernen, was kann man in 12 Monaten lernen. Aber wenn, dann muss das wirklich ein sinnvolles Programm sein, nicht einfach in der Kaserne herumlungern, viel Alkohol trinken, wie das leider jetzt oft passiert, weil einfach die Gerätschaften gar nicht funktionieren, dass man auch was Sinnvolles anfangen kann in der Zeit. Sinnvolles anfangen kann, damit schließe ich heute ab. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke sehr für das Interview. Herzlichen Dank.